Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Dungeon Talk mit Thomas. Und der Dennis ist auch dabei. Der Dennis, da guckst du hin. Der Dennis! Uwe haben wir heute vergessen, aber das ist egal. Du bist nicht dabei. Gut, heute magische Klasse. Magische Klasse, ja, die erste von drei. Le Die Klasse, Sorcereur. die ich gerade spiele. Das ist wahr. Oder als Hauptcharakter eigentlich spiele. Er ist ja gerade pausiert ein bisschen. Etwas verhindert. Nennen wir es Pause. Ja, er ist etwas verhindert. Er hat die Gruppe verlassen, weil er irgendwie komische Suizidgedanken hatte. Und ich wollte den Charakter nicht töten, also musste ich ihn irgendwie wegschaffen, damit er sich fixt. Tja, sind wir gespannt, ob wir noch so lange spielen, bis er wieder zurückkommt. Oder nicht? Oh, weia. Nein. Da tötet er einfach die ganze Gruppe. Aber Passiert. egal, kommen wir zum Sorcerer. Der Magier. Jo. Tja, was wir hier direkt mal merken: Wir kommen zu den zaubernden Klassen. Bedeutet, wir haben nicht mehr ganz so viel HP wie bei den anderen Klassen. That's Der true. Sorcerer bekommt nur ein D6 plus sein Con. Plus ein Con. Jo. Ist halt weniger als die anderen. Die anderen hatten ja Minimum D8, wenn es Nahkampf ging. Da, wie du schon sagst, merkt man halt, es geht eben nicht mehr in den Nahkampf, sondern mehr so von der Ferne aus. Das ist nur ein D6, reicht ihm aber für gewöhnlich auch, weil er steht ja eh nur hinten. Ja, also nur hinten würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, Ja. gut. Der Sorcerer, es steht auch mit dabei hier, wenn man sich einen erstellt, so im Schnellmodus. Con kann ruhig ein hoher Stat von euch sein, denn ich als Sorcerer bin so einer, ich stand immer vorne. Leider. Leider. Bin auch ein paar Mal auf die Schnauze gefallen damit, aber man lernt ja nur dadurch, richtig? Das ist durchaus wahr. Aber man sieht schon, dass er nicht ganz nach vorne gehört, weil seine Standard-Proficiencies einfach auch keine Rüstungen inkludieren. Ja. So, True. einfach gar keine, nicht mal leichte, einfach nichts. Nee, er hat halt normales Stoffgewand an und das war's. Ein Stoffi. Ist halt nicht viel, wa? Nee. Ich meine, auch bei den Waffen ist es sehr, sehr rar. Gut, seine normale eigentliche Waffe ist halt die Magie, aber er ist mit ein paar Waffen trotzdem noch geübt, sage ich mal. Da sind halt immer noch die Dolche, die Darts, dann halt so eine Schlinge, ein Quarterstaff, also schön Krückstock, Zwinker, Zwinker. Oder halt eine leichte Armbrust. Ist halt nichts wirklich so Kriegermäßiges. Von daher, Nicht ja. wirklich. Aber wie du schon sagst, dein Quarterstaff ist dabei, von dem her kannst du wieder deinen krüppligen Sorcerer spielen. Ja. Ja, ist okay. Ist okay. Jo. Easy peasy. Dann Tools ist auch recht beschränkt. Er kriegt nämlich keins. Von dem her, ja. Läuft. Ja, er ist ein Magier. Durch und durch. Der kann nichts anderes außer wirklich krass zaubern. Und ja, Saving Throws. Also, ich habe gerade Constitution schon angesprochen. Auch hier ist er Proficient drin. Und sein Hauptstat ist Charisma. Und auch hier kriegt er Proficiency in Charisma. Genau, dann kommen wir zu Tja. den Skills. Da kriegt er wenigstens endlich mal was. Ne? Ich darf nicht nur sagen, dass er nichts bekommt, sondern bei den Skills kriegt er zwei, die man sich aussuchen kann aus Arcana, was sinnvoll wäre. Deception, Insight, Intimidation, Persuasion und für die Gläubigen unter uns Religion. Na. Ma. Also man Ja. sieht Deception und Persuasion und Intimidation, das sind halt so die Charisma-Stats, also wie man so rüberkommt. Er hat halt schon ein krasses Charisma, er kommt halt dementsprechend auch so rüber. Daher, ja. Ja, Man und muss dann halt die dazu sagen, Standardgeschichten noch, was Magie angeht, ne? Arcana, Religion. ja. Man muss halt dazu sagen, der Magier oder der Sorcerer jetzt, der ist halt kein, ich sag mal, gelernter Zauberer. Sondern er hat es halt in die Wiege gelegt, gekriegt und ja, ist halt so. Ja, wie Der muss geht's? nicht unbedingt die Magie, die er da wirkt, verstehen. Richtig? Der Er hat's muss halt sie nur einfach können. bekommen. Wir gehen da bei den Wegen, die er hat, in der nächsten Folge dann noch drauf ein, welche das sind. Aber sagen wir es so: Sein Dad und ein Drache. Okay, ja, oder Kompelle, ja, Ja, wir man gehen weiß es nächstes nicht. Mal drauf ein. Okay. Egal, Equip.
Wir können uns zum einen bei den Waffen aussuchen, ob wir halt eine leichte Armbrust und 20 Bolzen nehmen oder einfach irgendeine normale, simple Waffe. Ist jedem so selber überlassen, weil ganz ehrlich, ihr habt nachher Magie. Da ist es tatsächlich ziemlich egal, was ihr euch da aussucht, in meinen Augen. Wer braucht so eine schnöde Waffe, wenn ich Magie wirken kann? Also bitte. Create Bonfire. Genau. Als nächstes könnt ihr euch aussuchen, hatten wir bei der Zauberfolge schon besprochen, entweder einen arkanen Fokus, durch den ihr dann eure Zauber wirken könnt und durch den ihr eben auf die normalen Gegenstände verzichten könnt, oder einen Component Pouch. Also so ein kleines Beutelchen, sage ich jetzt mal, aus dem ihr eben die normalen Zutaten eurer Zauber rausziehen könnt, damit ihr die nicht unbedingt jedes Mal extra besorgen müsst. Ja, wie groß dieser Pouch oder dieses Beutelchen ist, ist euch, glaube ich, selber überlassen. Ich weiß nicht, je höher ihr Level bekommt, desto mehr Items sind theoretisch da drin. Das heißt, wenn ihr da halt so eine Handtasche oder sowas habt, dann habt ihr halt eine Handtasche dabei. Das ist ein Component Pouch, der ist wie Hermines Tasche, da passt so viel rein, wie ich will. Ja, aber dann hättest du ja schon wieder eine Bag of Holding, also eine Component Pouch of Holding. Eine Pouch of Holding. ja, ich meine, klar, gegen später macht es auf jeden Fall Sinn, wenn euer DM sowas erlaubt, dass er das anbietet oder sonst irgendwas. Holt euch sowas, ist bestimmt cool. Packages. Auch hier können wir uns wieder aussuchen. Dungeoneers Pack oder Explorers Pack. Ja, wir sind jetzt schon häufiger auf die Packs eingegangen. Wie ihr wisst, standardmäßig was zum Schlafen, was zum Essen, was zum Feuer machen. Gutes. Ach so, und Seil natürlich. Seil nicht vergessen. Ja, vor allem bei Dungeoneers Pack und Explorers Pack ist immer das Seil dabei. Das ist halt so Dungeoneer, ihr seid in einem Dungeon und habt dafür euer Equip. Explorers Pack ist halt wirklich über Stock und Stein. Ihr seid mehr am Wandern. Ja. Immer was zu essen dabei. Nice Sache. Nice Sache. Tja, und dann gibt's halt noch zwei Dolche. Ja. Ja. Ist jetzt nicht die Welt, was man da sich aussuchen kann, beziehungsweise was man bekommt, aber... Ey, ich meine, Dolche kann man immer brauchen, sind wir ehrlich. Dolche. Richtig, um immer. Das Brötchen aufzuschneiden oder das Brot zu teilen. Zur Not. Gut, dann kommen wir zu den interessanten Sachen. Das Zaubern. Das, mit dem er sich wirklich auskennt. So, ja, er hat noch Dolche und so ein Shit, aber er will zaubern. Deshalb geht's uns jetzt darum. Primär, ja, ich würde sagen, wir fangen erst kurz nochmal mit der Spellcasting-Ability an. Die haben wir eigentlich gerade schon angesprochen gehabt, dass das Charisma ist. Ne? Deshalb solltet ihr neben dem erwähnten Con-Modifier, der natürlich ganz cool wäre, wenn er hoch wäre, auch an euren Charisma-Modifier denken, weil er eben sowohl einen Attack-Modifier für eure Zauber bestimmt, als auch eben euren Safety-C. Jo. Ist halt, also der CC, wir haben es in der letzten Folge angesprochen, 8 plus euer Proficiency, was ich halt je nach Level erhöht, plus euer Charisma, was halt maximal 5 ist, beziehungsweise mit Items, bla bla bla. Könnte es auch höher sein, wir bleiben jetzt mal bei 5. Aber ja, das ist halt so, wie sich euer Challenge erhöht, sag ich mal. Oder wenn wir dann Level 17, dann ist automatisch 6, aber pssst. Ja, möglich. ja, Charisma ist euer höchster Stat, den ihr eigentlich wirklich braucht. Con könnt ihr tatsächlich auch dritt- oder vierthöchsten lassen. Ist ziemlich egal, so wie es in eure Backstory reinpasst. Jupp. Wenn ihr Min-Maxer seid, Charisma und Con nach oben. Ja, ist einfach so. Tja, ansonsten Cantrips, ihr bekommt von Anfang an, wie viele? Lass mich nachgucken. 4 Stück. 4 Cantrips. Ja, ist jetzt nicht die Welt. Erhöht sich bis auf 6. Von daher, ja, es ist nice to have. Cantrips würde ich persönlich immer gucken, dass die sehr, sehr breit gefächert sind. Richtig. Also wenn ihr hier jetzt zum Beispiel nur Angriffszauber habt, ist halt meh. Habt ihr allerdings nicht einen Angriffszauber und ihr habt nachher keine Spare-Slots mehr, dann auch ist es meh. Noch mehr meh. Ja, also ich gucke immer, dass ich einen habe, der Damage raushaut und den Rest dann irgendwelche Spielereien mache. Ja, ja gut, ich bin da schon mal auf die Schnauze gefallen. Also ich hatte einen Damage-Spell mit Firebolt. Problem war, dass der Gegner dann halt gegen Feuer immun war
Ja. Und ich auch keine Spell-Slots mehr hatte, deswegen. Also seitdem nehme ich immer 2 Damage-Spells und der Rest ist so zaubertrickmäßig. Von daher, ja. Ja, gut, dann nehmt halt 2. Aber ganz ehrlich, bis du auf was triffst, was gegen Feuer immun ist, bist du auch nicht mehr Level 1, 2, 3. Da bist du schon ein bisschen höher. Das ist wahr. Das ist wahr. Tja, und ansonsten gibt's eigentlich nur zu sagen, der Magier, der lernt seine Zauber mit seinem Level. Also der kennt dann seine Zauber. Also es gibt viele Zauber, die er kann oder könnte. Davon müsst ihr euch allerdings was aussuchen. Und er hat eine bestimmte Grenze, die er halt pro Level kann. Die braucht ihr dann auch nicht vorbereiten, so wie der Druide oder der Kleriker. Die könnt ihr dann. Fertig, aus. Richtig. Ist aber relativ beschränkt in Anführungszeichen. Also mit Level 1 sind es 2, die ihr könnt. Und mit eurem Max-Level von 20 sind es 15 Zauber, die ihr kennt. Von dem her muss man sich schon überlegen, welchen Zauber nimmt man da rein oder nicht. Ihr könnt wechseln, klar, wenn ein Level steigt, aber primär sind es halt maximal 15, die ihr kennt. Ja, und also ich spiele momentan einen Magier. Es schneidet sehr rein, was ich mir eigentlich so an Zaubern zurechtgelegt habe, was ich eigentlich machen wollte. Plus dazu, dass ich halt eigentlich mich so ein bisschen spezialisieren wollte mit dem, was ich da tue. Also, dass meine Zauber dementsprechend auch meinen Charakter repräsentieren. Das hat sich ein bisschen gebissen. Das Schöne beim Magier ist halt, ihr könnt, wenn ihr ein Level aufsteigt, einen Zauber, ich sag mal, vergessen und dafür einen weiteren Zauber lernen. Ja. Also ihr bekommt dann beispielsweise mit Level... Von Level 1 auf Level 2 bekommt ihr einen weiteren Spell und ihr könntet rein theoretisch einen von den 2 Spells, die ihr schon wisst, einfach vergessen und kriegt dann noch einen weiteren Spell. Also am Ende habt ihr zwar immer noch nur 3, nur in Anführungsstrichen, aber ihr könnt da ein bisschen tauschen. Und das geht halt mit jedem Level. Ja, ist prinzipiell auch sinnvoll, sonst verfährt man sich vielleicht oder hat irgendeinen Spell genommen, den man dachte, der ist cool und nachher ist er doch eher meh. Und dann kann man den halt wieder rausschmeißen und austauschen. Ist ganz schick, dass es die Möglichkeit gibt. Jo. Sure. Aber auch da Spell-Slot-mäßig, also was ihr denn von den Spells, die ihr kennt, auch tatsächlich zaubern könnt, habt ihr natürlich auch nicht unendlich viel. Da gibt es prinzipiell bei allen Klassen, die zaubern können, eine kleine Tabelle, die bei den Leveln mit dabei steht. Ich glaube, das haben wir bisher noch nicht so wirklich erklärt, wo das herkommt. Hier eben entsprechend auch beispielhaft mit Level 1 habt ihr 2 Level 1 Spell-Slots. Ihr kriegt dann zum Beispiel mit Level 3 eure Level 2 Spell-Slots dazu und ein paar mehr Level 1er. Und mit Level 17 kriegt ihr euren ersten Level 9 Spell-Slot, mit dem ihr dann mal richtig so auf die Kacke hauen könnt. Ja, bis Level 17 ist ein weiter Weg. True. Aber ja. Also da guckt euch einfach die Spell-Slots per Spell-Level-Liste einfach an. Ist in jedem Players Handbook drin. Easy zum Durchblicken, sage ich mal. True. Von daher, ja. True, true. Jo, aber mehr gibt es dann, denke ich mal, zum Thema Spell Slots und Spells, die man kennt, nicht zu sagen. Ja. Gut, dann ist beim Sorcerer ein bisschen anders als bei den anderen Klassen oder als bei vielen anderen Klassen. Hier entscheidet ihr euch nicht mit Level 3 erst für einen Weg, sondern tatsächlich mit Level 1 schon. Da gibt es sogenannte Sorcerer's Origins. Im Player's Handbook sind das 2. Einmal Draconic und eben Wild Magic, aber darauf gehen wir dann in der nächsten Folge ein, was da so genau dazugehört. Wie ihr es schon kennt von uns, heute erstmal nur der Basic Sorcerer. Der Basic Sorcerer. Mhm. Ja, gut, mit Level 2 beginnen wir dann. Mit Level 2 gibt es erstmal Font of Magic. Ihr bekommt Magiepunkte, also Sorcery Points, wie es hier heißt. Und die könnt ihr einsetzen für bestimmte Dinge. Es gibt später Metamagic, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Da braucht ihr solche Sorcery Points. Sorcery Points habt ihr im Prinzip immer so viel, wie ihr Level seid. Also ihr seid Level 2, habt ihr 2 Sorcery Points. Ihr seid Level 3, habt ihr 3 Sorcery Points. Und ja, nach einer langen Rast refreshen sie sich wieder. Dann habt ihr wieder alle zur Verfügung. Fancy.
Genau, aber ihr könnt nicht nur Special Fancy Shit mitmachen bei Metamagic, was erst mit Level 3 kommt, sondern seid auch ein bisschen flexibler, was eure Zaubergeschichten angeht. Und zwar könnt ihr Sorcery Points auch eintauschen in Spellslots. Oder, was auch funktioniert, ihr könnt Spellslots tauschen in Sorcery Points. Auch da gibt es eine kleine Tabelle zu. Ne? Spellslot Level 1 würde zum Beispiel 2 Sorcery Points kosten. Heißt eben, wenn ihr mit Level 2 2 Sorcery Points habt, euch gehen die Level 1 Spellslots aus, könnt ihr diese 2 Sorcery Points nutzen, um euch einen neuen Level 1 Spellslot zu kaufen. Oder andersrum, wenn ihr sagt, ich habe viel zu viele Spellslots, lol als ob, könnt ihr den verkaufen und kriegt dafür 2 Sorcery Points. Beispielhaft. Ja. Also sowas passiert meistens erst, wenn ihr dann nachher mit Metamagic beispielsweise was habt, wo ihr dann mehr Sachen oder mehr Leute becasten könnt, dass es wirklich Sinn macht. Weil becasten. Halt ja. Ansonsten macht es tatsächlich nur Sinn, dass ihr die Sorcery Points in Spare-Slots wandelt. Jupp. Und da beneidet euch jede magische Klasse dafür. Richtig. Ihr habt so viel Spare-Slots wie keine andere magische Klasse. Es ist halt ganz schick, dass ich halt auch tauschen kann. Ne? Ich kann halt auch sagen, ich verkaufe 2 Level 1 Spellslots, habe also 4 Sorcery Points und kaufe mir dafür einen Level 2 Spellslots, der 3 kostet. Ne? Weil klar, die höheren Spells, also die mächtigeren Spells, brauchen logischerweise auch höhere Slots. Und so könnt ihr da ein bisschen hin und her schachern, um eben später auch mehr von diesen höheren Spellslots zu haben. Leider können wir nur Level 5 oder Spellslot Level 5 noch refreshen, alles darüber, also 6, 7, 8 und 9, gehen leider nicht, egal wie viel Sorcery Points ihr habt. Wäre auch zu imbar aber, irgendwann. Ja, also wie gesagt, das ist so, ihr seid so dermaßen flexibel mit euren Spells. Das macht es ein bisschen weg, dass ihr nicht ganz so viel Spells kennt, sag ich mal. True. Aber, ja. Jo, aber das war's dann schon mit Level 2, was es gibt. Jetzt gehen wir mal auf das wohl schon angeteaserte Meta-Magic ein, was ihr mit Level 3 bekommt. Was kriege ich denn da? Level 3 ist Meta-Magic, genau. Ihr bekommt 2 von den folgenden. Also wir gehen da jetzt, ich denke mal, wieder abwechselnd einfach durch. Jo. Das ist wie beim, bei wem war's denn, beim Krieger, dass ihr euch halt dementsprechend Sachen aussuchen könnt, oder beim Ranger. Dass er zum Beispiel Archery plus 1 auf seine Range Ranger. Kriegt, bla bla. Ja, hey, wir bringen ihn wieder rein. Er ist ein tolles Beispiel. Ja, aber hier, gut. Es gibt verschiedene Sachen, die ihr dann halt dementsprechend auf eure Spells mit draufcasten könnt, mit Sorcery Points. Man kann immer nur 1 mit in einen Spell casten, außer steht extra jetzt mit dabei. Ja. Das erste, was wir hier haben, ist Careful Spell. Bedeutet, wenn jetzt ihr irgendeinen Spell castet, beispielsweise Burning Hands oder Fireball, und in einem bestimmten Radius müssen die Leute ihre Saving Throws machen, und da stehen jetzt zum Beispiel Verbündete von euch mit drin, könnt ihr hier Sorcery Points benutzen und dann halt Kreaturen automatisch durchgehen lassen. Also die bekommen dann beispielsweise keinen Schaden. Heißt, wenn euer Krieger direkt am Boss steht und ihr habt halt jetzt Bock, dann ein Feuer drauf zu casten, dann könntet ihr euch entscheiden, ich mache jetzt hier einen Careful Spell und nehme den Krieger einfach raus. Der bekommt dann halt keinen Schaden oder direkt nur halben Schaden. Fireball beispielsweise wäre dann halt halber Schaden. Minimum ist halt 1. Ansonsten, ja, ihr benutzt halt einen Sorcery Point, um euer Charisma-Modifier, also je nachdem wie hoch der ist, so viele Kreaturen könnt ihr dann schützen vor eurem eigenen Spell. Not too shabby, not too shabby. Ja, also wie gesagt, es ist halt ein netter Spell oder ein Zusatz zu einem Spell, wenn ihr zum Beispiel tatsächlich so Krieger habt, die einfach nur reinrennen und ihr müsst halt da jetzt reincasten. Dann könnt ihr die halt immer noch ein bisschen schützen, sag ich mal. Ja, schade, wenn du viele Spells dir aussuchst, die halt Flächendamage machen, ist gar nicht so verkehrt. Dann kannst du halt immer gucken, okay, wie du schon sagst, meine Fireball oder bei, es gibt diverse Spells, lest euch einfach mal durch, die eben mehrere Gegner betreffen. Und man hat halt immer ein paar Nahkämpfer dabei, die meinen, sie müssen vorrennen und den Zauberern keinen Platz lassen.
dann könntet ihr ja trotzdem ein bisschen verschonen, wenn sie es halt nie lernen, bevor man nachher selber alle killt. Uncool. Teilweise gibt es auch Spells wie, ich glaube, Slitstorm war es, wo dann halt dementsprechend auch Difficult Terrain auf dem Boden macht, was man halt mit einem Succeed direkt weg hat. Das heißt, ja, eure Gegner werden dann halt immer noch, die fallen dann immer noch hin, während euer Krieger da vorne halt mega easy noch durchrennen kann. Das ist true. So, dann der nächste Distance Spell. Man kann sich's denken vom Namen her. Also jeder Zauber, der eine Range von 5 Fuß oder mehr hat, da könnt ihr auch einen Sorcery Point benutzen und diese Range dann verdoppeln. Schon mal nicht schlecht. Was ich persönlich aber viel cooler finde, ist, es gibt auch Zauber, die haben eine Range of Touch. Also prinzipiell könnt ihr die nur zaubern, wenn ihr den Gegner berührt. Wenn ihr hier einen Sorcery Point benutzt, könnt ihr die Range auf 30 Fuß ausweiten. Und das ist halt, finde ich zumindest, schon krass. Es sind meistens recht coole Zauber, die auf Touch gehen, die teilweise auch recht gut Damage raushauen. Und wenn ihr den halt auch noch so zaubern könnt, dass ihr gar nicht zum Gegner hin müsst, ist schon cool. Ja, also wenn wir uns mal überlegen, so ein Kleriker hätte das, der könnte dann halt sein Inflict Wounds einfach mal in 30 Foot Range einfach zum reinhauen. Ja, das ist mir auch direkt oder eingefallen. Er könnte halt Cure Wounds einfach so 30 Fuß entfernt casten. Was halt, ja, ein Healing Word wäre 1d4, Cure Wounds ist halt 1d8. Es ist schon nice. Und gut, im Player's Handbook ist er nicht drin, aber es gibt einen Divine Magier, der solche Spells eventuell kriegen könnte. Ja, hat zumindest seine Möglichkeit, wie man es cool einbasteln kann, ja. Ja, also mir fällt hier immer Shocking Grasp ein. Das ist halt, ihr kriegt da Advantage drauf, wenn jemand Metall an sich dran hat. Und wenn ihr dann halt noch Advantage kriegt in 30 Fuß, das ist halt schon nice. So, ich bin Nikola Tesla. Ja, okay. Ja. Tja, dann weiter geht's. Empowered Spell ist das nächste. Auch hier, es gibt zum Beispiel Feeds, gerade für die Echse, was weiß ich, dass ihr halt Sachen rerollen könnt, damit ihr mehr Damage raushaut. Das ist das gleiche hier. Ihr benutzt einen Sorcery Point und könnt halt, je nachdem wie viele ihr wollt, rerollen von eurem Damage. Die neuen müssen allerdings genommen werden. Beziehungsweise, ihr könnt nicht so viele rerollen, wie ihr wollt, sondern wieder euren Charisma Modifier. Und in dem Fall, you can use a Empowered Spell, even if you already use different Meta Magic. Bedeutet, ist scheißegal, was ihr vorher gemacht habt, hier könnt ihr noch mehr oben drauf machen. Und ihr wisst ja, mehr ist immer besser. Mehr ist immer besser, ja. Lieber haben statt brauchen. True. Es ist halt, wenn ihr wirklich so einen richtig krassen Zauber habt, Witch Bolt zum Beispiel, der ist zwar nur ein Level 1 Zauber, sage ich mal in Anführungszeichen, aber der macht halt 1d12 Schaden. Da ist es immer sau ärgerlich, wenn ihr eine 1 würfelt. Da könnt ihr dann hier halt rerollen. Das macht dann schon Sinn. Durchaus, durchaus. Gut, next one. Extended Spell. Jo, ähnlich wie bei dem, was ich vorher erzählt habe, nur dass hier nicht die Range verdoppelt wird, sondern wenn ihr einen Spell habt, der eine Dauer von einer Minute oder länger hat, könnt ihr wiederum einen Sorcery Point benutzen, um diese Dauer zu verdoppeln. Allerdings maximal auf 24 Stunden. Also auf einen Tag. Was halt, also ich find's nice. Weil es gibt halt schon Sachen, gerade so Sachen wie Fliegen oder... Ich finde die ganzen Buff-Sachen, die ganzen Buffs sind relativ cool, wenn du sie verdoppeln kannst von der Dauer her. Ist geil. Water Breathing, Water Walking, lauter solche Sachen. Also es macht Laune mit diesem Extended Spell Sachen auszuprobieren. Ihr müsst halt hier immer drauf achten, ihr könnt nur einen Concentration Spell aufrechterhalten. Wichtig. Aber doppelt so lang. Ja, aber wenn ihr halt einen anderen castet, ist ein Sorcery Point für den Arsch. Das war. Deswegen, aber für eure Buffs, also wenn ihr mehr so der Supporter seid, der hinten steht und die Leute bufft, Extended Spell ist nice. Wirklich. Tja, der nächste. Heightened Spell. Hier
Ihr könnt 3 Sorcery Points benutzen. 3 ist jetzt schon relativ viel. Also mit Level 3 könnt ihr halt nur 3 Stück haben. Aber wenn ihr jetzt einen Spell castet, der jetzt irgendein Saving Throw vom Gegner braucht, hat der auf seinen ersten Wurf gegen diesen Spell erstmal Disadvantage. Was euch schon einiges bringt. Also wie gesagt, Advantage, Disadvantage, ich finde das krass, was da halt rauskommt. Mhm. Von daher auf jeden Fall nice. Und wenn es halt gerade so Sachen sind wie, keine Ahnung, Control Mind oder sowas oder Alternate Mind oder so, wo halt wirklich wichtig ist, dass du da den Saving Throw nicht schafft, weil er sonst genau weiß, hey, ihr habt gerade versucht, ihn zu verzaubern oder sonst irgendwas. Ist schon wichtig, dass er da vielleicht Disadvantage drauf hat, ja. Wäre gut, durchaus. Gut, dann gucken wir weiter. Was gibt's denn noch? Quicken Spell. Auch da geht es darum, ein bisschen schneller zu sein. In dem Fall ist es so, wenn ihr einen normalen Spell castet, braucht er normalerweise immer eine Aktion. Hier könnt ihr 2 Sorcery Points benutzen, um ihn als Bonusaktion zu casten. Was halt auch recht krassisch, ihr habt dann halt immer noch eine normale Aktion frei, die ihr nutzen könnt für was auch immer ihr Bock drauf habt und könnt halt trotzdem einen vollen Damage-Spell zum Beispiel raushauen als Bonusaktion. Ist schon krass im Vergleich zu anderen zaubernden Klassen. Nicht ganz, also die offiziellen Regeln sagen ja, du kannst nur ein Spell casten und danach maximal noch einen Cantrip. Jo. Ich meine, ich house-rule das so, dass man halt einen Feed dafür haben kann, dass man dementsprechend halt einen höheren Spell casten kann und dann noch einen Level 2 Spell hinterher casten. Aber ja, also solche Sachen wie als Bonusaktion halt noch einen Fireball rauscasten, während man mit seiner Aktion noch dasht, ist halt schon krass. Ja. Richtig. Also Quicken Spell war sowas, das habe ich für meinen Magier in engerer Auswahl gehabt. Ich hab's allerdings nicht genommen. Die letzten zwei, die hat mein Magier. Ich werde vielleicht gleich erklären, warum. Ja, der nächste, ich fand ihn einfach mega nice, weil ich gedacht habe, der Thomas ist so ein kleiner Arschloch-DM. Und ich weiß nie. Versuch die ganze Zeit, mir meine Verbalkomponenten und meine somatischen Komponenten aus der Hand zu nehmen, indem er mich fesselt, knebelt oder sonst irgendwas tut. Hat er nicht einmal gemacht, diese langweilige Sau. mit Subtle Spell könnt ihr einen Sorcery Point benutzen und dann braucht ihr keine somatischen oder verbalen Komponenten mehr. Und so habe ich mir damals halt auch meine Zauber mit Level 1, 2 und 3 ausgesucht, dass sie nur verbal und somatisch waren und so gut wie keine Materialien benutzen mussten. Und so konnte ich halt, egal was er gemacht hätte, weiter casten können. Tja, hat er gedacht, ich stehe auf Fesselspiele, war wohl nicht so. Tja, ich habe mit mehr Widerstand gerechnet, ja. Ich bin gar kein böser DM, ich bin eigentlich immer nett, ich spiele immer mit euch, nie gegen euch, etc. Ja. Meistens. Naja, gut, lass mal das. So, kommen wir zum letzten. Twin Spell. Primär auch recht schnell erklärt, wenn ihr einen Zauber habt, der einen Single Target hat, also einen Target hat und das nicht auf Touch geht, also schon eine Range, aber ein einziges Ziel, könnt ihr in dem Fall Sorcery Points benutzen, die von der Anzahl her der Höhe des Spells entsprechen. Heißt Level 2 Spell, 2 Sorcery Points, Level 5 Spell, keine Ahnung, 5 Sorcery Points etc. Wobei ein Cantrip auch einen Sorcery Point kostet, also umsonst gibt es es da nicht. Und könnt oder damit nichts Halbes. Ja, nichts Halbes, genau. Und könnt damit dann eben einen zweiten Gegner oder Freund oder whatever, ein zweites Target halt einfach mit in den Spell reinnehmen. Wichtig eben, es muss ein Spell sein, der Single Target ist. Es geht jetzt kein Magic Missile oder sowas, wo ihr sowieso schon mehrere Ziele angreifen könnt, sondern es muss wirklich einer sein, der wirklich nur ein Ziel angreift. Genau, also hier sind es zum Beispiel auch Chromatic Orb oder Frost, Ray of Frost, was hier angesprochen wird. Ja. Witchbolt ist auch wieder so ein Zauber. Witchbolt ist ein Zauber, den castet ihr und es wird eine Kette zwischen euch und dem Gegner halt gehalten, die 30 Fuß lang ist. Also ihr könntet hier entweder mit Twin Spell oder mit Distance Spell mega nice Scheiß machen. Ja. Weil, also ich spiele es so, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil ich habe es tatsächlich nicht durchschaut, so wie es im Spell drin steht. Wenn der trifft,
dann habt ihr die Kette dazwischen. Und diese Kette bleibt so lange, wie ihr nicht 30 Fuß vom Gegner weg seid, beziehungsweise der Gegner nicht von euch wegläuft. Und ihr dadurch halt keinen weiteren Attack-Wurf machen müsstet. So sehe ich das. Das heißt, ihr habt halt jede Runde 1d12 Schaden. Jo. Mit Distance Spell wären es halt 60 Fuß. Und 60 Fuß ist schon recht weit. Mhm. Mit Twin Spell wären es halt zwei Gegner, die jede Runde 1d12 Schaden kriegen. Richtig, nee, aber so verstehe ich den Spell prinzipiell auch. Wird ja auch erklären, warum auch mit höheren Level nur der Initialschaden höher geht, also nur die ersten, also der erste D12 ja, und die folgenden dann weiterhin bei einem D12 bleiben, weil halt einfach ihr nie mehr angreifen müsst, beziehungsweise keinen Attack Roll mehr machen müsst, sondern es macht einfach Damage immer wieder, solange er nicht aus der Range rausgeht oder halt Total Cover hat. Ja. Ja, auch ein schicker Spell, ja. Euer Spell, der ist relativ oft nice to have. Mhm. Aber ja, gerade dieses Twin Spell, also es gibt einige Sachen, gerade Chromatic Orb. Chromatic Orb könnt ihr euer Element auswählen. Und ja, wenn ihr da halt wirklich ein Element habt, wo ihr dann halt zwei Leute direkt angreifen könnt. Es ist schon nice, muss ich sagen. Durchaus, durchaus. Jo. Und ja. Aber realistisch betrachtet waren das fast dann schon die Sachen, die der Basic Sorcerer kriegt. Dann verteilt sich es in den nächsten Leveln immer so auf Ability Score Improvement. Dann gibt es natürlich von dem Sorcerer Origin was dazu. Wird dann ein paar Ability Score Improvements. Ihr dürft euch wieder ein Meta-Magic-Ding aussuchen, etc. pp. Bis es zum Level 20 kommt. Mit Level 20 kriegt man was dazu, und zwar Level 20 bekommen wir 4 Sorcery Points, die wir benutzt haben, nach einer kurzen Rast zurück. Es ist jetzt nicht so das überragendste ever, nee, was wir hier noch so bekommen. Aber ich glaube, das ist bei allen magischen Klassen wirklich so. Denn ihr bekommt halt jedes Level bekommt ihr weitere Zauber dazu, die euch halt stärker machen. Ihr braucht diese Nebenskills, die jetzt zum Beispiel ein Fernkämpfer oder ein Nahkämpfer halt braucht, braucht ihr nicht, weil eure Zauber werden halt um einiges stärker. Und auch eure Cantrips, da steht dann auch dabei, dass ihr mit dem und dem Level einfach mehr Schaden mit einem Cantrip raushaut. Ja. Und ja, also eure Zauber sind mehr oder weniger das, was euch stark macht. Das ist wahr, das ist wahr. Jo, das war der Sorcerer in seiner Reihenform, würde ich mal sagen. Nächstes Mal, wie gesagt, gucken wir uns die zwei Wege vom Players Handbook an, die ihr einschlagen könnt. Könnt ihr mal gucken, welcher euch besser gefällt, ob ihr eher so der Drachendude seid oder eher so ein bisschen auf die, ich nenne es mal, unkontrollierte Weise vorgehen möchtet. Aber dazu. Ich habe beide schon gespielt. Deswegen nächstes Mal. Nächstes Mal, genau. Dazu nächstes Mal mehr. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr dürft uns gerne ein bisschen Feedback geben auf den bekannten Kanälen, die da welche wären. Tja, immer noch Twitter, Instagram. Auf Spotify gibt es jetzt auch so eine Sache wie irgendwelche Fragen, die ihr beantworten könntet, wenn ihr Bock drauf habt. Von daher, bei den Waffen habe ich es, glaube ich, einmal drin gehabt. Yep. Müssen wir mal gucken. Und auf YouTube. YouTube, mega nice. Du. Mega nice. Du. Wow. Okay, bevor es noch komischer wird, sagen wir Dankeschön fürs Zuhören und hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei bei Dungeon Talk. Ciao, ciao. Bye.